Hallo, ihr Privat. Wir befinden uns hier im Phoenix e.V., Kompetenzzentrum Phoenix e.V. für berufliche Integration der Zugewanderten in Köln. Was ist das? Unser Verein, wo ich unter anderem als Dozent schon mehr als 2,5 Jahre arbeite, kümmert sich um die Leute, die ganz neu nach Deutschland gekommen sind. Leute aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea und viele, viele andere Länder. Unsere Aufgabe ist es, diese Leute für den beruflichen Weg in Deutschland vorzubereiten, aber auch ihnen verschiedene soziale und kulturelle Kompetenzen zu vermitteln, mit denen sie einfach besser zurechtkommen in diesem ganz neuen Land, wo sie sind. Deswegen habe ich mir gedacht, unser neues Thema Europa hat sehr viel zu tun, auch mit diesen Menschen. Denn schließlich sind sie vor 3 Jahren oder vielleicht manche von ihnen sogar vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen und können Europa aus einem ganz anderen Blickwinkel erleben als vielleicht wir, die Deutschen oder Menschen, die hier schon mehr als 15, 20 Jahre leben. Und genau das wollte ich heute bei meinen Teilnehmern befragen. Ich wollte sie nach ihrer Meinung zu Europa fragen. Was ist Europa für sie? Und das ist dabei rausgekommen. Ich bin Ahmed Kokun. Ich komme aus Bangladesch. Europa ist eine gute Gesellschaft in der Welt. Und Europa ist sehr, sehr schön. Und ganz Leute auch sehr, sehr gut. Viele, viele Ausländer kommen in Europa und nehmen Gemeinschaft. Und Europa immer, immer sehr, sehr gut Victim-Leute. Mhm. Für die Opfer von Krieg und so weiter. Ja, ja, ja. So, deswegen ich auch kommt hier von Bangladesch. So, now I feel better for everything. Ja, Sie fühlen sich sehr viel besser in allem. Ja, sehr viel besser im Europa. Ja. Und auch, ich möchte auch sagen, Recht auf Gleichheit in Europa. Mhm. Recht auf Leben, Freiheit in Europa. Freiheit von Folter und erniedrigender Behandlung in ja, Europa. Freiheit, es gibt hier Schutz vor erniedriger Behandlung und Folter. Ja, ja, ja. Genau. Ich finde, Europa ist ein gutes Land. Warum? Hier alle Leute gleich. Kein Hoch und Unter. Also kein Präsident und Gleichberechtigung ja. Finden Sie gut. Ja, ja. Toll. Und noch irgendwas? Es gibt viele Chancen mit Lernen mit allen. Groß und klein und Gleiche Bildungschancen. Ja. Super. Gleiche Bildungschance, ja. Hallo, was ist für Sie Europa? Ja, für mich ist die Freiheit ist wichtig, ganz wichtig. Ja, welche Freiheit denn? Zum Beispiel Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und das war's. Ja. Und auch die alle Leute hat Gleichberechtigung. Das ist auch sehr wichtig, genau. Das ist super. Ja. Bei allen Schwierigkeiten, die Europa schon durchgemacht hat und sicherlich noch vor sich hat, lässt sich festhalten, dass in den Köpfen der Menschen nach wie vor die positiven Visionen überwiegen. Europa bleibt für viele ein Ort, an dem man in Freiheit und Frieden leben kann. Nicht zuletzt deswegen wollen Menschen aus krisengebeutelten Regionen dieser Erde nach Europa, um für sich und ihre Kinder eine hellere und sicherere Zukunft aufzubauen. Viele junge Menschen wollen ihre jeweiligen Landesgrenzen überschreiten und ganz Europa zu ihrem Zuhause machen, ihren kulturellen Horizont erweitern, so wie beispielsweise mit dem Erasmus-Programm, über das wir in den letzten Sendungen gesprochen haben. Sie lernen neue Sprachen und neue Sitten, was letztendlich zur gegenseitigen Völkerverständigung, aber in einem noch viel größeren Maße zur Bildung einer europäischen Identität beiträgt. Und zwar gibt es jetzt auch einige dieser nationalistischen Stimmen, die einem das Gegenteil predigen. Doch werden auch diese verstummen. Denn die meisten jungen Leute haben eine ganz andere Zukunftsvision von Europa.
Und in solch stürmischen Zeiten ist es ein sehr beruhigender Gedanke. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal. Und wie immer sage ich bis zur nächsten Sendung. Baka und tschüss.